Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mit dabei ist die liebe Lisa bzw. Eleanor. Ich bin ja etwas traurig, dass es dieses Jahr keinen Adventskalender gibt. Und da, als ich gestern mal geguckt habe, ist mir aufgefallen, dass ich eine Quest noch nicht gemacht habe. Und die mache ich jetzt mal. Los geht's! Frohe Weihnachten, frohe Weihnachten hier und frohe Weihnachten da. Es reicht völlig aus, frohe Weihnachten ein- oder zweimal zu sagen. Maximal. Warum sich das Leben unnötig schwer machen? Siehst du nicht, was das Weihnachtsgeschäft mit meinen empfindlichen Böden anstellt? Genau, die Leute kommen hierher und machen Dreck. Hast du daran gedacht, den Fußabtretter zu benutzen, als du reingekommen bist? Du hast? Gut. Bah, wenn ich entscheiden müsste, warum hier kein einziger Kunde Weihnachtseinkäufe in diesem Shoppingcenter machen, dann wäre alles in bester Ordnung hier. Ich habe momentan absolut keinen Plan, wie ich die Zeit zum weihnachtlichen Dekorieren aufbringen soll, wenn ich andauernd hinter allen herräumen muss. Diese Leute haben keine Manieren. Stiefeln hier herum, als ob das Kaufhaus ihnen gehören würde. Du siehst ganz nebenbei nicht so aus, als ob du viel zu tun hast. Lauf hoch in den dritten Stock, dort findest du einen Karton mit Weihnachtsdeko. Der steht da schon seit Wochen. Ich musste ja die ganze Zeit den Dreck der Leute von meinen wunderschönen Böden befreien. Komm schon, lauf hoch und hol die Kartons mit dem Weihnachtsdeko. Vielleicht wünsche ich dir dann frohe Weihnachten. Ja, gut, dann gehen wir mal hoch. Komm, lauf! Lauf, Eleanor! Laila. Ihr könnt mir doch mal in die Kommentare schreiben, welche Frisur ihr schöner findet. Die oder die braune? Ich finde irgendwie die blonde ist schön, aber die braune passt mir zu mir, weil ich habe ja braune Haare. Wer mir auf Musical.ly folgt, weiß das. Ich heiße da Laila_SethRider. Ihr könnt mir da gerne folgen. Ja. Dann holen wir jetzt mal die Kiste. Vorher waren wir gerade hier oben. Da war die. Du hast die. Egal, jetzt. Da war die Kiste noch nicht da. Wenn man ganz unten sieht, ist diese Decke irgendwie mega schwarz einmal gewesen. Ist die die unten? Da habe ich irgendeine Dolphin Sister oder so gesehen. Wo ist die Eleanor, wenn ich fragen darf? Also, hä? Hat jetzt 3 Jahre oder was? Oder ist sie offline? Nee, das kann ja nicht sein, dass die plötzlich offline geht. Nein, sie ist nicht offline. Hä, wo ist sie denn so lange? Oh, ich muss ihn da reinziehen. Gut, die Tatsache, dass es doch noch Menschen mit Verstand und Manieren gibt, heben meine Stimmung doch sehr. Hast du das gesehen? Hast du gesehen, wie diese Jugendliche mit ihren Handschuhen vorbeigestopft sind? Matschuhe, nicht Handschuhe. Bah, jetzt muss ich den Boden wischen. Überhaupt keine Manieren. Willst du den Boden wischen? Hey, denkst wohl, dass du kommen und meinen Job übernehmen kannst, was? Der Einzige, der hier die Boden wischt, bin ich. Aber wenn du unbedingt arbeiten willst, kannst du den ganzen Krimskrams erledigen. Dann muss ich das nicht machen. Gut, du kannst damit anfangen, das hier zu nehmen und die Bühne damit zu dekorieren. Also dann an die Arbeit. Ja. Dann fangen wir mal an. Energy Drinks steht da. Kriege ich auch eins? Die Weihnachtsdekoration ist oben. Sprich mit dem Hausmeister. Ui, das ist schon noch schön. Aber wenn er doch Weihnachten nicht mag, wieso dekoriert er es dann? Ja. Ich muss zugeben, nicht schlecht. Was? Du denkst doch nicht, dass schon fertig bist. Hier findest du Arbeit, die noch für weitere Monate ausreichen würden. Diese Leute. Hast du nichts zu tun? Es gibt noch mehr Weihnachtskrimskrams zum Aufhängen. Hier, nimm diese hier und sieh zu, dass sie an die Wände kommen.
Ja, okay. Wo sind denn hier die Wände zum Aufhängen? Oh Mann, muss ich jetzt da hochgehen, um die aufzuhängen? Wahrscheinlich. Ich hasse Hochlaufen. Wie findet ihr eigentlich das Schneeflocken? Ups, was will ich hier mit den Münzen? Das Schneeflocken-Outfit. Also ich finde es sehr schön. Sehr schön, muss ich sagen. Sehr schön. Ich will auch sowas zu Hause haben. Wir haben hier nur solche kleinen Lämpchen, die überhaupt nichts wirken. Ja. Und auch noch, wer mir auf Musical.ly folgt, sieht, dass ich unter meinem Hochbett eine Leuchtekette habe. Die blinkt, die habe ich von Weihnachten. Aber ich glaube, ich muss die jetzt mal wieder wegnehmen und dann die Fensterdinger hinkleben. Die Weihnachtsdekoration ist oben, sprich mit dem Hausmeister. Gut, sehr schön, sehr schön. Dann kann ich jetzt runter. Alumanzgöckel, du jetzt lauf doch nicht in diese Wand rein da. Das geht ja nicht. Guck mal, lila Norfi. Oh, lila ist on. Ich muss sie hi sagen. Nee, nachher. Gut gemacht, das sieht toll aus. Es gibt noch mehr Weihnachtsdeko, die im Einkaufszentrum platziert werden muss. Hinfort mit dir und sieh zu, dass alle Dekorationen verteilt werden. Okay, dann kleben wir das jetzt auch auf. Wo muss ich hin? Ah, das kommt. Yay, das kommt hier da unten. Was? Diese Dinger sind doch auch schon von die rennen da mit den Geschenken weg. Das sind doch die, oder? Die Weihnachtsdekoration ist oben. Sprich mit dem Hausmeister. Ui, das ist aber schön hergerichtet. Muss ich sagen, muss ich sagen. Jetzt haben wir auch noch einen Weihnachtsbaum hier drin. Ist schön. Gut, das zeigt einmal mehr, dass du ein zielstrebiger Typ bist. Das lief sehr gut mit den Dekorationen, findest du nicht? Vielleicht kannst du mir nächstes Jahr wieder dabei helfen. Hast du den Stapel an Lieferungen hier neben mir gesehen? Die sollten eigentlich alle raus in die Läden hier. Aber anstatt sie dorthin zu bringen, wo sie hingehören, hat man sie bei mir gelassen. Lass mal sehen, wo die einzelnen Lieferungen hin sollen. Das soll zu Gordons Kleidergeschäft geliefert werden. Vergiss nicht, dass ich eine Unterschrift brauche, dass die Lieferung ausgetragen worden ist. Ich will kein Theater damit haben. Lass mal sehen. Dieser Karton soll zu Clementine ins Café. Vergiss nicht, dass du unterschreiben musst, dass die Lieferung erhalten hat. Dass sie die Lieferung erhalten hat. Der Karton sieht aus, als ob er an Alix Geschäft adressiert wäre. Sie verkauft Pferdeausrüstung. Bringst du sie zu ihr? Gut, erinnere sie daran, dass sie unterschreiben soll, die Lieferung erhalten zu haben. Gut, ich glaube, wir fangen dann mal bei dem da, bei diesem Lord und Gordon, wie auch mal der heißt, an. Hier. Willkommen in unserem Bekleidungsgeschäft, der größte Boutique in ganz York. Wenn du ein paar der tollsten Stücke anprobieren möchtest, dann... Ach, du bist's nur. Dein Name finde ich nicht zufällig mit Z oder Q an. Laila? Ja, aber es war nah dran. Ich wollte nicht enttäuscht klingen, Laila. Ich dachte nur, dass du ein anderer Kunde aus der Suche nach den besten Kleidern wärst. Schnäppchenjäger, du weißt schon. Es ist jedenfalls toll, dass du es mit den Lieferungen geschafft hast. Man kann mich aber kaum erinnern, was ich bestellt habe. Du willst die Lieferungen von mir unterschreiben haben? Naja, das mache ich erst, wenn ich gesehen habe, was in den Paketen steckt. Du machst. Du hilfst mir, die Sachen auszupacken und ich unterschreibe. Einverstanden? Okay. Dann packen wir das jetzt mal aus da. Ja, okay, wir packen die Luft aus. Das können wir auch machen. Das muss ich nachher machen. Wir packen die Luft aus. Sehr interessant. Die Schachtel ist leer.
Gut, dann kann ich das jetzt hier mal da hinhängen. Hallo? Ich will doch was hängen. Oh, gut. Gut. Schön sieht das jetzt aus. Oha. Ist das jetzt wegen mir so weihnachtlich? Oder war das vorher schon so? Also, jetzt mal gucken. Spinnt. Nein, nicht wirklich. Gute Arbeit. Mädchen, dein Name ist Laila, sagst du. Okay, gut. Natürlich erinnere mich an deinen Namen, Liebes. Ich wollte du wissen, ob du mir auch folgst. Hä? Unlogisch. Meine Unterschrift? Klar doch. Eine Sekunde. Ich habe eine Kunde hier. Sie möchte ein Kleid eine Nummer größer haben. Kannst du es für mich holen, sodass ich bei ihr bleiben kann? Danke, ich unterschreibe danach. Versprochen. Hä, wie soll ich jetzt dieses Kleid rausfinden? Kriege ich vielleicht auch ein Kleid? Super, vielen Dank. Ich weiß, ich habe es versprochen. Mädchen? Leider. Ja, natürlich. Aber hör mal, ich musste dich da noch um einen klitzekleinen Gefallen bitten. Der Kunde hier möchte das Kleid in schönes Weihnachtspapier angepackt bekommen. Ich habe es in eine Schachtel getan, aber ich dachte, dass du es etwas aufhübschen könntest. Ich habe leider zwei linke Hände. Danke. Oh yay, man bekommt so eine Münze. Das ist ja voll cool. Das finde ich jetzt cool. Dann können wir ja nachher gleich noch in die Eishöhle. Hallo. Oh, upsie. Vielleicht kriegen wir dann beim anderen auch eine Münze. Vielleicht habe ich dann sogar genug für die Decke. Das wäre cool. Das wäre schon cool. Schön verpackt. Ah, natürlich. Du wolltest, dass ich das Annehmen der Lieferung unterschreibe, richtig? Hier, bitte. Jetzt kannst du damit zum Hausmeister. Danke für deine Hilfe bei allem, Laila. Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Das müsste ich uns jetzt unterschreiben, aber ich gehe zuerst noch ins nächste Geschäft. Ich weiß, es geht jetzt etwas lange, aber ich finde das Zeug hier schon noch cool. Willkommen, wie kann ich dir heute behilflich sein? Warte, ich nehme an, dass du nicht zum Einkaufen hier bist. Oh, die Lieferung, wie schön. Hey, wenn du schon hier bist, könntest du mir vielleicht einen riesen Gefallen tun. Ich wollte dich fragen, ob du vielleicht auf den Laden aufpassen könntest, wenn ich zur Toilette renne. Es sind so viele Leute hier, die ihre Weihnachtsbesorgungen machen, dass ich keine Zeit für eine Pause hatte. Juhu, du bist ein Retter in der Not. Ich bin sofort wieder da. Es ist keine schwere Arbeit. Sei einfach nett zu den Kunden und wenn jemand zahlen möchte, gibst du das einfach in die Kasse. Du schaffst das. Jetzt muss ich mich aber beeilen. Bis gleich. Okay, ich stehe jetzt da. Hey, kannst du mir bei der Suche einer Satteldecke helfen? Ich denke, ich nehme die hier. Ja. La 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 la. Danke für die Hilfe. Bitte. Haben wir es jetzt endlich. Das ist so lang. Jetzt bin ich zurück. Danke für die Hilfe. Lief alles glatt? Ich kann jetzt sie da übernehmen, aber danke für die Hilfe. Du willst, dass ich unterschreibe, dass ich die Lieferung erhalten habe? Das kann ich machen. Wenn du mir kurz dabei hilfst, alles entpacken. Ist das okay? Super, fang einfach an und sag mir Bescheid, wenn du fertig bist. Juhu, das gibt auch so eine Münze. Ich werde hier noch reich mit diesen Münzen. Ich habe jetzt schon 12. Oho. Ah, das muss ich jetzt verteilen. Decke und Decke. Hier haben wir weniger Zeugs drin. So. Tolle Arbeit, Laila. Ja, ich unterschreibe jetzt. Da bitte, du kannst jetzt zum Hausmeister bringen, auch wenn ich nicht verstehe, weshalb du so viele Besorgungen machen willst. Haha, du bist komisch, aber danke für die Hilfe und frohe Weihnachten.
Ja, danke auch. Jetzt habe ich 13. Wenn ich im letzten Laden auch noch eine bekomme, kann ich nachher ins andere Geschäft, da in die Eishöhle, die Decke holen. Juhu! Das wäre schon noch cool. Hallo, hallo! Wie wäre es heute mit unserem fantastischen Weihnachtstee mit einem köstlichen Ka Keks an der Seite? Möchtest du hier essen oder es mitnehmen? Eine Lieferung? Ah, wie gut, dass sie da ist. Ich habe mich schon gefragt, wann sie wohl kommt. Gehst du mal zur Seite? Entschuldigung, ich kann mich jetzt nicht wirklich um die Lieferung kümmern. Es gibt hier im Café so viel zu tun. Entschuldigung, kann ich dich um einen Gefallen bitten? Ich würde nicht fragen, wenn hier so viele Menschen wären. Danke. Kannst du diese Bestellung annehmen und meine Kunden bedienen? Vielen Dank, Leila. Es geht ja wohl gar nicht. Vielen Dank. Danke. Oh, wo ist der dritte? Muss ich jetzt in der... Ich hasse Quests. Ich hasse sie so sehr. Gut, sind wir jetzt fertig? Vielen Dank, Leila. Oh, die Lieferung. Ja, mal sehen. Bevor ich unterschreiben kann, muss ich abhaken, dass ich alles, was ich bestellt, auch erhalten wurde. Ich weiß nur nicht, wie ich das schaffen soll. Willst du mir helfen? Vielen Dank. Kannst du kurz durch die Reihe laufen und das Geschirr hier einsammeln? Super, danke. Ich soll das auch mal. Oh, ich kann nicht mehr lange aufnehmen, sehe ich gerade. Ich muss mich stressen. Bitte sind wir nachher fertig. Oh, wie schnell du warst! Ich habe noch nicht einmal die Hälfte meiner Liste abgearbeitet. Oh, dort drüben scheint man mehr herzliche Weihnachtstee haben zu wollen. Kannst du bitte die Teekanne nehmen und nachfüllen? Wir haben eine Gratis-Nachfüllung. Es muss also nicht dafür bezahlt werden. Vielen Dank. Ja, haben wir es jetzt? Vielen Dank, super nett von dir, dass du mir in dieser stressigen Weihnachtszeit helfen willst. Ich habe noch ein paar Dinge auf der Liste, die ich erledigen muss, bevor ich sie abhaken kann. Ich muss noch einen Tisch abwischen, damit neue Gäste sie dorthin setzen können. Willst du das machen? Vielen, vielen Dank. Okay, ich wische jetzt kurz die Tische ab. Da gibt es eh nicht viel zu gucken. So, finish. Ich weiß nicht, wie ich das alles ohne dich bei diesem ganzen Weihnachtsstress hätte schaffen sollen. Ich bin mit der Lieferung fast fertig. Entschuldige bitte, dass es so lange gedauert hat. Ich brauche etwas Zeit für. Würdest du diese Bestellung an die Kunden liefern, während ich die Liste fertigstelle? Vielen Dank. Juhu, dann kriegen wir auch das Ding. Gut, das mache ich jetzt kurz so. So. Gut, Anforderung erfüllt. So, jetzt bin ich bereit. Danke, dass du meine Gäste in der Zwischenzeit bedient hast. Was ist das? Oh, natürlich. Ich unterschreibe jetzt für dich die Lieferung. Lass mich mal sehen. Wo ist mein Stift? Oh, hier. Ich muss nur meinen Namen hinschreiben. Gut, bitteschön. Jetzt kannst du mal damit zum Hausmeister. Juhu, endlich. Das ist so lange gedauert. Was? Das ist so lange gedauert. Ja. Ja, der fragt es nur wegen den Unterschriften. Ja, das waren alle Unterschriften. Wie schön. Da muss ich mir nicht anhören, dass jemand seine Sachen nicht bekommen hat. Danke für die ganze Hilfe, Leia. Jetzt kann ich weiterarbeiten. Aber bevor du davonläufst, ich habe ja noch eine Kleinigkeit für dich. Sieh als kleines Weihnachtsgeschenk ein sehr kleines Weihnachtsgeschenk. Bitte schön, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Jetzt werde ich mich einfach um diese Boden kümmern. Gut, dann haben wir jetzt noch 15 und dann gehen wir noch kurz ins Weihnachtsdorf. So, da vorne haben wir ja gleich die Hülle. Ui, ich habe schon 900 Schillinge. Wuhu! Dann gehe ich jetzt mal rein. Gucken wir mal, was ich mir kaufen könnte. Also, das Zügel kann ich mir kaufen. Das kostet nur 8. Die Decke kann ich mir auch kaufen. Die Dinger auch. Und die Satteltasche auch. Ich glaube, ich kaufe mir die Decke.
Ja. Juhu, jetzt habe ich diese Decke. Dann gehe ich in die mir einmal noch angucken hier. Wow, die ist auch mega hübsch. Guck mal. Cool. Einladung von Annie. Gut, und dann verabschiede ich mich jetzt zu diesem Video. Von diesem Video, wie auch immer. Und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder, wenn etwas Neues kommt. Oh, oh, oh! Übrigens, Star Stable hat ein kleines Dings-Info-Video gepostet, dass am Mittwoch neue Pferderassen kommen. Geht es euch selber anschauen und dann sehen wir uns am Mittwoch spätestens wieder. Tschüssi!